Bei Potions. Was hast du denn Schönes? Restore Power? Nein. Slow Falling. Restore Power. Chameleon Form. Heal True. Stamina. Orc Strength. Chameleon Form. Resist Frost. Water Walking. Resist Poison. Resist. Der wird genommen. Bye. Yep. So. Ein paar. Ich glaube, ich möchte auch irgendwann mal ein paar Tränke verkaufen. Ich weiß aber noch nicht wo. Vielleicht beim Alchemisten? Keine Ahnung. Und bei dir darf ich nicht, oder? Nein. Den Trank der Orkstärke zum Beispiel, den brauchen wir überhaupt nicht mehr. Guck mal. Hier muss ich ja entlang. So, Get Quest. There's another assassination group budding at Daggerthal, which must be crushed before it can bloom. I want you to move in, account the assassin, and then the man or woman who ordered the assassination. You do have time for this endeavor, yes? Yep. Good. Now then, we know that the assassin, Mortar Wooding, has pursued his quarry to a dungeon called the Stronghold of Woodcraft. If you have not found any clues to the employer's whereabouts, return here. I would of course prefer for you to account Mortar Wooding and his employer both, but I'd be reasonably satisfied with nearly the freelancer's death. Take no longer than 20 days for both accountings. Jawohl, Chef! Wird gemacht, Chef! So, speichern. Zack. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. The Stronghold of Woodcraft. So, The Stronghold of Woodcraft. 2 Tage, 10 Gold. 3 Tage nur. Eigentlich könnten wir aber wieder so reisen. Also, so. Denn mir ist nämlich gerade eingefallen, Josef hat mal gesagt, und der muss ich auskennen, der hat mir schon so viele Tipps gegeben, das stimmt alles, der muss ich auskennen. Der hat mir mal gesagt, man wird nur einmal pro Monat befördert, wenn man was eine Quest gemacht hat bei denen. Deshalb müssten wir eigentlich sehr viel Zeit beanspruchen bei den Reisen, die wir haben. Schwie, Mercantile Skill has improved, geil. Mercantile ist ja für das Verkaufen zuständig, wo ist denn das? Mercantile. Ach, es ist ja wird hervorgehoben. 18% haben wir jetzt. Hängt von der Persönlichkeit ab. 42. Also wir sind ein bisschen auf Kämpfen ausgelegt, würde ich mal behaupten. Ein bisschen dann zweitrangig ist das Glück und dann die Persönlichkeit. Naja, Minus Skills, Archery natürlich. Hat jetzt auch 41. Dadurch, dass das jetzt auf 41 ist, genauso wie Blunt Weapon, sind beide jetzt unsere stärksten Skills. Es könnte sein, dass wir uns dadurch jetzt verbessert haben. Aber spätestens jetzt kriegen wir bei jedem Auftrag von der Dunklen Bruderschaft, wenn wir Archery skillen, wieder einen Punkt. Wir brauchen ja nur 15 Punkte zusätzlich. Und dann haben wir das nächste Level. Also Level 10 kommt bald. Hand-to-Hand Damage 8 bis 15, geil. Aber nur 71%. Aber Agilität ist nicht voll. Okay. Rotation, Thaumaturgie, Axt. Ja, Stärke, also Axtkampf, der wird schon deutlich verbessert. Longblade, Langschwert, da Agilität könnte noch ein bisschen bauen. Für Zerstörung, aber skillen wir überhaupt gar nicht. Ich glaube, hier ist Wasser, oder? Ja. Mal eben schnell dadurch. So, wo ist hier der Eingang? Ich glaube, das ist wieder so einer mit mehreren Türen. Kann das sein? Geil. Feuerholz machen! Ein Eimer.
Oder im Stroh verstecken, das wäre auch mal geil. Hier gibt es wieder mehrere Türen. Hier eine, da eine Doppeltür. Und hier eine Tür. Ja, gehen wir durch die Doppeltür. Ist am besten ein Loch? Nein, ein Zahnrad. Oh, geil, ein Werwildschwein. Zaubern wir erstmal Recall. Anker. So, nochmal speichern. Ich glaube, die können wir aber auch mit uns diesem Elfenschwert töten, oder? Ein Hebel. Sowas hatten wir gesehen. Wir können ihn töten. Hier gibt es nicht mal Geheimgänge. Es geht hier nur in diesen einen Weg rein. Da hängt er. Wieso habe ich mich überhaupt erschreckt? Ich wusste ja, dass sie da sind. Hier geht es nach unten. Ist das alles? Nein, da gibt es noch einen weiteren Weg. Das würde mich aber interessieren. Da geht es wirklich weit nach unten. Slowfall active. Climbing Mode. Ich will mich eigentlich nur umdrehen. Ja. Also die Kette hat Slowfall aktiviert. Also hat uns was geholfen. Wir mussten Slowfall nicht selbst aktivieren. Und selbst wenn, wir haben ja jetzt einen Gegenstand dafür. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir fallen auf jeden Fall sehr lange. Oh, Wasser. Okay. Boah, Moment mal. Wir haben 175 Mana jetzt. Geil. Geil. Also das Mana hängt von der Intelligenz ab. Wie weit geht's denn, ist denn hier noch weiter nach unten? Ah, okay. Wir sind unten angelangt. Mal eben speichern. Ein schlechter Fisch. Oder Schlachterfisch. Schlachterfisch oder schlechter Fisch? Ich glaube, es heißt schlechter Fisch. Hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir in die andere Richtung. Ein Zahnrad. Auch hier geht es nach oben. Hm. Nein, nein, nein. Scheiße, das Zahnrad hat hier den Aufzug gerufen. Nehmen wir den Aufzug. Okay. Noch sind wir unter Wasser. Ich hoffe, der Aufzug ist schnell genug. Aufzug. Ja. Okay. Wir steigen immer noch. Und bisher. Ah, hier. Okay, der steigt nur bis hierher. Also hier gibt es nur diesen einen Weg. Nein. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Licht hier anmachen. Es wird langsam dunkel. Ah. Hallo? Wahrscheinlich kann ich ihn nicht aktivieren, bis er wieder unten angelangt ist. Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Wow. Geil. Bin ich jetzt runtergefallen?
Der eine Hebel macht also... Ne, hier war ich noch nicht, oder? Doch, war ich. Also der eine Hebel ist fürs Runterkommen und der andere fürs Raufkommen. Geil. Aber ich will mich erstmal hier auf dieser Ebene weiter umsehen. Okay, wir sind draußen aus dem Wasser. Jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen. Ich frage mich, wie man mehr Mana kriegt. Wow, halt, ein Ork. Ein normaler Ork. Nein. Ah. Was? Auf der anderen Seite geht es weiter. Auf der anderen Seite geht es weiter. Ah. Ah, okay. Also hier konnte man offenbar auch raus, mal eben kurz. So, bist du schon? You've slain Mordafooding. The brother will be pleased. Also das ging ja schnell. So, Tower Shield, Helm, Leder, Kette, Stahl, Leder, Helm. Ui, den Zwergen kriegst du mal, den nehmen wir mit. So, und dann noch das hier. After slaying Theodurian Buckinging, go to Castle Necromorgan in the wilderness of Daggerfall for your reward. Dunyrik Greensmith. Die ganze, das ist wohl eine Familie und die sind alle miteinander verwandt oder so und die sind alle da. Okay, zwei Zahnräder. So, was macht das jetzt? Es bewegt nicht das, es bewegt nicht das und auch nicht das. Aber sonst gibt es hier auch nichts. Ich habe keine Ahnung, was das Zahnrad macht. Vielleicht oben irgendwas und was das andere. Das würde mich jetzt schon interessieren. So, du bewegst doch sicher da unten die Mauer. Auch nicht. Naja. Wir könnten jetzt hier noch nach oben. Aber nein, wir haben, was wir wollten. Teleportieren wir uns zurück. So, haben wir irgendwas zum Ablegen? Ja, hier den Hammer. Und das hier. Wenn es so weitergeht, dann müssen wir bald wieder ein paar Dinge verkaufen. Dass wir bald irgendwann nur noch Mithril und Adamantium hernehmen und den Rest verkaufen, es sei denn, es ist verzaubert oder irgendwie sowas. Oder von allem nur noch die stärksten Waffen aufheben. Was? Ich war da oben. Geil. Ja. Dann Castle Necromorgan. Da oben natürlich. Wie viel Zeit haben wir nochmal? Ich glaube 20 oder so, oder? Egal, drei Tage reichen. Von Thaumaturgie Skill. Ah, da links ist er, ja. Ist er auch schon der Dungeon? So, Recall, Anchor! Es ist tatsächlich dieser Dungeon. Und dieses Mal weiß ich genau, wie ich gehen muss. Dann gehen wir auch. So, erstmal hier. Zack. Bisschen warten. Gleich kommt der Aufzug. Ah, da ist er. So.
Ein Skelettkrieger. Es wird wieder schwache Monster hier im Dungeon, so wie es aussieht. 14 Pfeile, geil! Was? Was war das? Das war vermutlich ein Kampfmagier, der mich hinterrücks erwischt hat. Oder vielleicht aber auch ein... Nein. Kein uralter Vampir, oder? Das war bestimmt ein Magier oder Kampfmagier oder irgendwie sowas. Ich habe ihn ja vorhin gesehen, den erschieße ich jetzt einfach. Ich habe eh 107 Pfeile. Die meisten davon kriege ich vermutlich wieder zurück. Das Skelett hat vermutlich auch wieder die Pfeile für mich. Das Skelett ist runtergefallen. Ja. Wieder um. Rüsten. Ja, jetzt ist es eh schon fertig. So. Einer weniger. Ja, jetzt sind nur so noch 10. Egal. Formal Tunic. Soll ich den töten? Ah, nee. Da unten geht es hier weiter. Egal, wir holen uns einfach schnell das, was wir brauchen und fertig. So, 4 Pfeile. Ein paar Gegenregenzien. Du bist... nee. Nein. Und 2x Leder. So, hier müssen wir weiter. Hier weiter. Gibt's ja auch keine Geister? Nein, eine Mumie. Ich kann sie mit dem Schwert auch angreifen. Ha, Elfe. Elfenschwert ist eben doch gut. So, dann da runter. Hallo, öffnen. Ein Gespenst. Kein Geist, sondern ein Gespenst. Heile in der Toga. Scheiße, wo ist er? Der ist nicht hier? Okay, wenn er nicht hier ist, dann müssen wir wieder alles durchsuchen. Nein! Ja, okay, macht nichts, dann suchen wir eben alles. Hilft dir nichts. Egal. War da nicht ein Geheimgang da links? Ja! Ein Skelettkrieger! Aber dann, das erklärt auch, warum hier plötzlich andere Monster sind, vermutlich. Ist das ein Adamantium? Geil! Adamantium, 10 bis 24, 10 bis 4, beides gleich, Der ist sowieso gebraucht. Dann machen wir den Mithril noch fertig und später dann den Adamantium. Okay, hier kommen wir eh nicht weiter. Dann gehen wir einfach hier weiter. Aber ich darf nicht vergessen zu speichern. Den Adamantium-Bogen muss ich speichern. Eine Mumie! 141 Gold. Gehen wir erstmal hier entlang. Die nächste Mumie. Ui, verzaubert. Wird mitgenommen. Wenn es was Gutes ist, behalten wir es. Ansonsten wird es verkauft. Okay. Nein. Wow! Oh, dass die immer hinter einem stehen müssen.
So. Hier geht es ja nach oben, aber da kommen wir ja später noch hin. Aber hier kommt es, geht es nicht nach unten, genau. Na gut. Wir hatten diesen Dungeon ja, glaube ich, schon mal so gut wie vollständig erkundet. Genau, und da rechts würden wir jetzt runterfallen können. Oder es geht hier weiter, wobei wir da vorne auch runterfallen könnten. Aber ich glaube, auch da würden wir noch hinkommen. Hier ist zugesperrt. Hier nicht, dann gehen wir jetzt hier rein. Aber hier ist nichts. War da gerade ein Hebel? Da ist ein Hebel. Der hat irgendwas bewegt. Vermutlich kommt jetzt ein Aufzug. Ah. Ah, da müssen wir dann nochmal hin. Ach, vielleicht hat er das geöffnet. Keine Ahnung. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Ein Gespenst! Die Gespenster, die paralysieren offenbar nicht. Das finde ich auch viel angenehmer. Lieber Gespenster als Geister. Das ist das nächste. Ich glaube, sie paralysieren nicht. Viel angenehmer. So. Das wird alles mitgenommen, wird alles verkauft.